Hallo Internet und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. Im letzten Teil haben wir Commissioner Gordon gerettet und ihm erstmal flugs hier an diesem Steg von der Insel gebracht. Wir haben alle Quinn aufgehalten, zumindest vorläufig, und anschließend Bane mit dem Batmobil zusammen im Meer versenkt. Tja, das war eine ganz schön tüchtige Episode. Und jetzt müssen wir die Bathöhle finden, die Batman hier auf Arkham Island versteckt hat. Und wir legen direkt los, aber zuerst einmal schaue ich hier in das Bootshaus, denn ich meine, hier war was. Ja, genau, hier war ein Tonband. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 17. Joker bleibt unkooperativ. Meine frühere Diagnose bleibt bestehen. Ich glaube, er findet zu viel Gefallen an sich selbst. Ist was, Doc? Ich dachte, heute probieren wir mal was anderes. Da werde ich ja ganz rot, Doc. Ich habe eine Freundin. Dr. Quinzer, ich weiß, ich habe die Bänder gesehen. Ich weiß, was passiert ist. Was soll ich sagen? Ich bin ein Charmeur. Egal, ich dachte, es wäre gut, über deine Kindheit zu reden. Mal was von Romantik gehört, Doc? So leicht geht das nicht. Da müssen Sie schon mehr probieren. Was versteckst du? Haben Sie mich nicht verstanden? Eine Hand wäscht die andere und... Naja, ich werde Sie nicht in Plastik einwickeln und in der Gosse entsorgen. Na, wenn er aber nicht blufft. So. Ich schau mal eben auf die Karte. Okay, also müssen wir uns links halten. Gott, was ist denn mit dieser dramatischen Musik los? Hier sind gar keine Gegner, aber... Da ist wieder einer von diesen Steinen, die die Geschichte von Amadeus Arkham enthalten. Das Blut meiner Familie floss durch das Herz Gothams. Wir waren Ärzte, Politiker und Lehrer. Wir waren das Organ, das die verfilzten Adern der Stadt gereinigt hat. Wir waren ihre Diener, die alles gaben, um sie zu beschützen. Und trotzdem hat sie sich entschlossen, uns zu verletzen. Tja, klingt ein bisschen emo, der Gute. Weh, weh, ich habe vorher viel für die Stadt gemacht und keiner mag mich. Weh. Ah, gut. Ja, links wollten wir uns halten. Die Kollegen aus von vorhin sind auch immer noch da. Jetzt haben sie sogar ein paar Kumpels dabei. Das ist die Federmaus! Ah, oh, von der Seite angeschrien kommt! Au! Den habe ich nicht kommen sehen. Ist das alles, was du kannst, Bats? Was, euch die Fresse polieren? Das ist alles. Ja, doch, tatsächlich. So, wir machen uns wieder einen Spaß draus und gucken mal, wie viele Geschwister wir hier haben. Eins. Zwei. Drei. Ah, Drillinge. Gute Ausbeute. Ja, okay, die bauen hier irgendetwas. Das wird später noch wichtig. Gott, diese Musik, ey. Batmans Prozess ist seit über 100 Jahren ein bevorzugter Ort für Selbstmorde auf Arkham Island.
Ja, ich weiß. Ich habe mal einen unglücklichen Insassen davor bewahrt, auf die Felsen unter ihm zu springen. Ich habe einen Höhleneingang gefunden und über die Jahre einen Haufen Vorräte dahin geschafft. Es ist ein Zuhause fern von zu Hause. Tweedledee und Tweedledum sahen, das kannst du es sehen. Oh yeah. Ich weiß gerade nicht, was ich mit dem Riddler-Rätsel anfangen soll. Okay. Geradeaus und dann rechts. Hier sind wieder ein paar. Oh, und die dramatische Musik geht wieder los. Da 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 dam dam dam. Er ist hier! Lass nicht zu, dass er dich schlägt, du Idiot. Ja, das ist in so einem Kampf generell eine gute Idee. So, Leute. Sagen wir mal gut hier. Hier kann ich, glaube ich, auch mal was anbringen. Was haben wir hier? Oh, eine Riddler-Karte. Eine Karte hilft immer denen, die nicht weiter wissen. Oh, hier ist ganz schön viel los. Aber gut, darum kümmern wir uns jetzt erstmal nicht. Die Richtung stimmt schon. Glaube ich. Ruf da. Und noch ein Arkhamstein. Als Gothams Venen sich mit Schmerz und Leiden füllten, konnte man die Auswirkungen überall spüren. Mein Vater starb zuerst, von einer widerlichen Krankheit befallen. Meine Mutter lebte weiter, aber nur in einem Wachtraum. Ich kehrte in unser Haus zurück, wo ich mich um meine pflegebedürftige Mutter kümmerte, solange ihr Körper noch atmete. Wegen ihrer Tränen konnte ich nachts nicht schlafen. Ziemlich deprimierend. So ein typisches Klischee, ne? Ich komme in einem alten Tunnel oder alten Gemäuer und überall Spinnenweben, als hätte so eine Spinne hier so mal so richtig abgeschwärmt. Frag mich, wenn hier nie ein Schwein hinkommt, warum sollte es denn hier so riesige Spinnennetze geben? Ich meine, wenn hier auch keine Insekten sind, was sollen die Spinnen denn fressen? Also, na gut, okay, wenn ich mir das jetzt angucke, dann wird es wahrscheinlich schon Insekten geben, aber generell. Oh, okay, sie essen anscheinend Menschen. Haben wir das auch geklärt? Aha. Sah mir doch gerade schon gleichverdächtig aus. Und Batman zieht wieder seinen Rasierschaum stilecht. Das war eine der leichteren. Da gebe ich ihm sogar mal recht.
Schon sind wir in der Betthöhle hier auf Arkham Island. Die wird gleich etwas größer. Aber bitte nicht verwechseln mit der richtigen Betthöhle. Die befindet sich immer noch unter Wayne Manor. Das hier ist quasi nur ein zweiter Stützpunkt, den Batman sich eingerichtet hat. Los. Sehr nice, das Ganze. Dr. Young betreute ein Projekt. Ein großes Projekt, das finanziell gefördert wurde. Hier sind Ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Was bedeuten Sie? Sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanformel. Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sie in die Finger kriegt, wird er eine Armee von tausenden Banes erschaffen. Mein Gott, ist Joker verrückt genug, das zu tun? Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Ja, und jetzt haben wir endlich die Batclaw. Dieser Enterhakenaufsatz kann benutzt werden, um Gegenstände zu greifen und heranzuziehen. Die Batclaw kann auch an Gegnern befestigt werden. Ich folge ihr. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. Okay, ins schwarze Nichts müssen wir. So, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Dann müssen wir natürlich jetzt erstmal das neue Item benutzen. Die Batclaw. Ja. Bestellen Sie jetzt Ihre Batclaw, um Ihr Zimmer aufzuräumen. Ja, und wir kennen das schon. Batman wäre nicht Batman, wenn er nicht seiner Wut vor Lüftungsschachtgittern freien Lauf lassen würde. Und da können wir uns jetzt hochschwingen. Tut mir leid, Boss. Es hat etwas länger gedauert, ihn zu finden, als du gedacht hast. Wenn ich eine Insel in meine Gewalt bringe. Hey, so meinte ich. Kritik kann ich annehmen, ich meine. Ich bin nicht perfekt. Naja, wenn man darüber nachdenkt, bin ich ziemlich nah dran, perfekt zu sein. Wo war ich nochmal? Ach ja, Kritik von einem Bumm-Meteor. Einem Bumm, der nur frei herumkrabbelt, weil ich seine Zelle geöffnet habe, werde ich auf keinen Fall tolerieren. Tut mir leid, Boss. Ich meinte es nicht so. Bitte! Ja, weil ich sehe, wie sehr es dir leid tut, dass ich jemanden bei dir vorbeifahren, der deiner Frau nur beide Beine bricht. Aber Joker! Hast du ein Problem mit meiner großzügigen Art? Nein, ich glaube nicht. Danke. Vergessen wir es. Betrachten wir die Angelegenheit als erledigt. Hab ich dir schon nicht erzählt, wo ein Mann nach Hause kommt und deine Frau querschnittsgelähmt ist? Armes Schwein, der Gute. Aber selbst schuld, wenn er sich mit dem Joker einlässt, möchte ich meinen. Bist du da? Ich rufe alle Wagen! Ich rufe alle Wagen! Ich frage mich, was ich hab. Krack oder die Fledermaus? Krack, alter Junge, bist du da? Nein? Schade. Und wir hören jetzt schon, dass anscheinend Killer Croc hier irgendwo in der Nähe ist.
Komme ich da nicht ran mit der Bedclaw? Ah, nein, leider reicht die Reichweite nicht. Aber hier ist noch so ein Arken-Monument. Meine Reise dauerte über einen Monat. Da ich Seminare in Keystone und Metropolis belegte, kam ich mit vielen neuen Ideen in Berührung. Ich startete gut gelaunt in den Tag. Und als ich nach Hause fuhr, wollte ich meine Frau und die Kinder sehen. Ich beendete ihn in ihrem Blut liegend, während Fragmente meines Lebens durch tropfende rote Finger rannen. Meine Güte, jetzt finden wir aber wirklich viele von diesen Steinen. Und hier warten direkt natürlich wieder ein paar von Jokers Mannen. Wieso sind wir die, die versuchen, sie zu öffnen? Das ist nicht mal der Haupteingang. Selbst wenn wir sie öffnen können, wissen wir nicht, was dann passiert. Ich gehe nicht mal in die Nähe. Wenn du die Tür nur berührst, kriegt es dich. Ja, du erinnerst dich an Mickey, oder? Er war ein Idiot. Er hat es verdient, gefressen zu werden. Wir sagen Joker einfach, wir konnten ihn nicht finden. Das ist sicherer. Keiner wird es erfahren. Ja, ja, das wird klappen. Niemand wird es erfahren. Alles wird okay sein. Ja, warten wir es ab und hoffen, dass die Tür hält. Tja, die Guten haben ganz schön Ballen vor dem guten Croc. Brauchst du Hilfe? Du meine Güte! Da musst du mich schon! Harter Plan! Ich schlag dich! Ist das alles, was du kannst? Weg! Scheiße, schon wieder falsche Taste. Taste? Ich denke schon. So, die Kollegen haben ja ganz schön Bombe vor Croc. Freut euch auf den Kampf gegen ihn. Spoiler-Alarm. Und hier haben wir wieder ein Tonband. Ist er schon da? Er? Soll das ein Scherz sein? Das Ding ist kein Mensch. Mein Gott! Hallo. Mein Name ist Dr. Gretchen Whistler. Können Sie mich hören? Ja, ich höre dich, du Schlampe. Wann gibt's Abendessen? Ich krieg langsam Hunger. Charmanter Zeitgenosse, der Croc. Danger, keep out. Tja, Batman wäre nicht Batman, wenn er nicht sagen würde, drauf geschissen. Wobei, bevor ich da erstmal reingehe, gucke ich erstmal, ist das richtig? Ja, doch, das ist richtig. Trotzdem muss ich dem Drang nachgeben, erst diese Joker-Szene kaputt zu machen. Ich habe mich noch mehr mit Dr. Young beschäftigt. Ihren Bankauszügen zufolge gab es verschiedene Zahlungen. Von April bis vor 2 Monaten. Dann nichts mehr. Die Zahlungen kamen von einer Firma, die einem Mr. Jack White gehört. Einer von Jokers ältesten Aliasnamen. Also bezahlt Joker Dr. Young dafür, ihm eine Armee zu schaffen, und plötzlich hört er auf damit. Das ergibt keinen Sinn. Muss denn beim Joker immer alles einen Sinn ergeben? Ja, ganz ehrlich, Riddler, ne? Also, ein paar feine Trophäen hättest du schon ein bisschen besser verstecken können. Also, wie bist du darauf gekommen? Durch das grüne, glühende Fragezeichen? Ich werde dich finden und dein Fleisch wie Papier zerreißen. Ja, und weil Batman sich so erschreckt hat, bekommt er direkt ein Upgrade. Es gibt den Schönet. Das ist alles nicht verfügbar. Dreifach Battering.
Nehmen wir das da. Dann können wir umso schneller unsere Special Moves einsetzen. Und ja, ich denke, mit diesem netten kleinen Schockerlebnis beenden wir diese Episode. Schaltet also auch das nächste Mal ein, wenn ihr sehen wollt, wie Batman mit den Krokodilen schwimmen geht. Bis dahin sage ich erstmal Tschö mit Ö.